Hier könnte es schon bald wieder ausverkaufte Ränge und lautstarke Jubelschreie geben. Nämlich dann, wenn der VfB in der kommenden Saison in der Regionalliga mitkickt. Für Ulrich Kleinfeld spielte es nie eine Rolle, in welcher Liga seine VfB-Jungs mitspielen. Seit 37 Jahren ist er eingefleischter Fan, egal was kommt. Ein richtiger Fan, der geht auch zum Fußball, wenn es mal nicht so gut läuft. Weil der VfB Lübeck hat die letzte Saison hier immer vor 1000 Zuschauern gespielt. Da war ich dann auch immer dabei. Und letzten Samstag beim Aufstiegsspiel waren auf einmal knapp 6000 da. Da frage ich mich, wo sind die anderen 5 die Saison über gewesen? Für Ulrich nicht nachvollziehbar. Entweder ganz oder gar nicht. Weil ein Fußballverein, den haben sie immer an der Backe. Das ist nicht wie eine Frau, von der man sich trennen kann und sich scheiden lassen und dann kommt die nächste. Weil ich bin ja nicht einmal VfB-Fan und danach für Eichhede oder was weiß ich für wen. Und als Ultra muss man natürlich auch das passende Outfit haben. Ja, also mit zwischen 16 und 25 kleidet man sich natürlich von oben bis unten in Fanklamotten, sag ich mal, die wir damals alle irgendwie selbst produzieren mussten. Das heißt, die Oma musste den Schal stricken. Es gab kein Merchandising in den 70er, 80er Jahren, zumindest hier beim VfB nicht. Wir haben Aufnäher selbst entworfen, Fanclub-Aufnäher und so weiter. Und die zeigt er dann auch stolz. Was man hier oben sieht, ist es schon etwas Besonderes, ein VfB-Fan zu sein. Das hat dann die Oma gestickt und so weiter. Und das andere, die anderen Geschichten sind halt Aufnäher von befreundeten Fanclubs. Auch uralte Dinger hier, KSC von 1974, alte Geschichten. Diese Kutte ist 37 Jahre alt und ist noch nie gewaschen worden. Ich finde, dafür sieht sie noch ganz gut aus. Einen Unterschied hat er bei damaligen und heutigen Fans auch ausmachen können. Fan sein war früher entspannter. Also ich möchte heute keine 16 bis 18 mehr sein und Fußballfan, weil früher konnte man Blödsinn machen. Und dann ist man einmal aus dem Stadion geflogen, ist auf der anderen Seite wieder reingegangen und alles war gut. Heutzutage hat die Polizei einem, glaube ich, reichlich auf dem Zettel. Und wenn da mal was passiert, werden sofort Stadionverbote ausgesprochen und so weiter. Sowas gab es zu meiner Zeit nicht. Als VfB-Fan, der schon so lange dabei ist, hat man viele Hochs und Tiefs mitgemacht. Wie war das denn eigentlich? Zuerst natürlich erstmal bitter. Ich bin mit dem VfB aufgestiegen in der Saison 76-77. Dann Amateur-Oberliga, also damals die dritte Liga, wie schon gesagt. Bin dann 83 abgestiegen. Hab 10 Jahre Verbandsliga, was heute Schleswig-Holstein-Liga darstellt, auswärts mitgefahren. Schön nach Husum, Schleswig, TSV Westerland und so weiter. 10 Jahre lang und 93 sind wir dann ja damals wieder in die Amateur-Oberliga aufgestiegen, um dann 1995 in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Das war für mich eine Utopie schlechthin, da jemals mal zu spielen. Und hier waren dann wieder diese ganzen Jubelfans, die man an für sich während der Saison nicht gesehen hat. Ich bin dann nach Hause gefahren, weil mich hat das hier eigentlich nicht so angemacht, hier rumzujubeln. Habe mich ins Bett gelegt und habe geweint vor Begeisterung. Also es war gigantisch. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich so daran denke. Abschließend fügt er noch hinzu. In diesen 37 Jahren, wenn ich die Zeit so zurückdenke, waren vielleicht 5 gute Jahre dabei und 32 waren echt scheiße. Wenn das bei einer Ehe der Fall ist, also dann hätte man sich schon viel früher getrennt, weil es funktioniert halt nicht. Aber immer wieder hofft man auf Besserungen. Immer wieder rennt man hin und sagt, Mann, irgendwann muss es mal ja mal wieder passieren. Und im Moment passiert ja was.